Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Neubrügge. Willkommen zu einer neuen Folge Mario Galaxy. Im letzten Part habe ich den Maschinenraum abgeschlossen, deswegen geht es jetzt zu diesem kleinen Planeten mit nur einem kleinen Haus. Dem Kinderzimmer. Und das Ganze ist auch keine gesamte Kuppel, sondern den Planeten erinnern sich vielleicht manche dran. Das ist der allererste Planet, den man im Spiel gesehen hat. Ist noch gar nicht so lange her, 2,5 Wochen oder so. Oder auf jeden Fall nicht viel länger. Maximal 3. Oh, ich glaube, der Ton ist gerade abgeschmiert. Scheiße. Wir kommen nämlich bloß einmal in 100 Jahren hier vorbei. Der Luma, der mit dir reist, wird auch bald wachsen und ein Stern werden. Manche werden Planeten, andere werden das Ding, das mir gerade voll ins Gesicht strahlt. Und manche werden Powersterne. Ich reise mit ihnen, während sie nach einem Ort suchen, an dem sie wiedergeboren werden können. Aber wer konnte schon ahnen, dass so eine Scheiße passieren will und der Tank genau auf der Autobahn leer geht. Und das ist der rote Luma, den man schon von der Sternwarte kennt. Es scheint, dass man dir vertraut. Na, wie schaut's hiermit aus? Wenn du die 100 lila Münzen hier einsammelst, werde ich dich anerkennen. Hier ist ein roter Stern, irgendwo in unsere Kraft. Wenn du in der Luft einen Dreher ausführst, kannst du damit durch den Himmel fliegen. Drück A und bestimme die Richtung, in die du fliegen willst, mit dem Steuerscheiß. Wenn du alle gesammelt hast, erlaube ich dir, den roten Stern auch auf der Sternwarte zu nutzen. Und das ist die Flug-Mario-Verwandlung. Das ist wirklich, das ist das einzige Level, in dem die vorkommt, was ich echt ein bisschen lame finde. Sonst kann man ihn nur auf der Sternwarte verwenden. Zum Beispiel mal an das One-Up, das an der Unterseite dieses Planeten klebt, zu kommen. Ja, die Steuerung ist halt mal wieder nicht so genau. Das ist das Besondere an dieser Galaxie. Man kann die Lila-Münzen mit einer Dreh-Attacke auch anziehen, wenn sie nicht zu weit entfernt sind. Die Musik, die während dieser Verwandlung spielt, ist sehr cool. War jetzt gar nicht geplant, aber damit komme ich ja auch hoch. Das ist halt das Problem, wenn man in der Luft mit Reattacke macht. Ah ja, man merkt auch an der Musik. Ich finde jedenfalls, dass man das merkt. Der wirkt natürlich nicht unendlich, dieser rote Stern. Deswegen fülle ich ihn mal auf. Ja, nee, der soll auch schon noch mit. Oder die da eher gesagt. Manchmal brauche ich hier ziemlich lange für alle Münzen, aber ich merke jetzt schon, dass das diesmal auf jeden Fall nicht der Fall ist. Diese lila Münzen sind auch eine Besonderheit an diesem Stern. Ja. Ich hätte mich erstmal eine halbe Stunde überlegen müssen, wie ich das jetzt richtig formulieren kann. Ich hoffe, ich habe damit jetzt mit meiner Ausdrucksweise nicht so viel verraten. Auch wenn es eigentlich so, wie ich das hier schon die ganze Zeit ausdrücke, klar ist. Ich sag es auch einfach. Das ist nicht der einzige lila Münzenstern. Es wird noch andere geben. Manche sind cool, manche. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Die letzten müssten alle in der Luft sein. Da sind zwei. Das geht echt übel schnell gerade. Schön, Mario. Also noch mehr schielen. Boah, das ist echt eine Kunst. Man kann hier die scheiß Kamera nicht drehen. Boah, geile Kamera. Die Kamera ist gerade so kacke. Die Steuerung ist einfach spiegelverkehrt. Ich springe damit jetzt sicher lang. Zack, jetzt dürfen sie nicht mehr spiegelverkehrt sein. Ja, was war denn das für eine Scheiße? Aber wo fehlt denn noch eine? Nice! Ich flieg nochmal hier rum.
Spuren, die Mario hinterlässt, sind auch cool. Vor allem, wenn man eben eine Drehattacke macht. Das sieht man hier auch. Hoffentlich im Video auch. Ey, ist das gerade dein Ernst, dass ich jetzt eine dieser Münze nicht. Irgendwie glaube ich hier. Muss ich jetzt ernsthaft alles untersuchen? Wegen einer lila Münze. Also. Das ist gerade mein. Dieser Moment, wenn man sich selber mehr triggert, als das Spiel es hier hinkriegt. Der einzige rote Stern des ganzen Spiels hole ich mir natürlich mit dem Flugstern. Also als Kind war das für mich echt eine Überraschung. Alter, ist die Kamera geil. Der Typ mag mich trotzdem noch nicht. Ich will den Stern im Flug sammeln. Ich fliege jetzt einfach nochmal eine Runde. Wie gesagt, ich finde zwar, diese Fähigkeit ist einfach verschwendet. Damit hätte man richtig coole Level auch bauen können. Aber man hat die leider nicht gut umgesetzt. An sich ist die Fähigkeit richtig cool. Aber man hat nichts damit gemacht. Und das finde ich richtig traurig, muss ich sagen, leider. Ich meine, man hätte damit so viele Möglichkeiten. Die Galaxie komplett. Der Gourmet-Luma, den es im Kinderzimmer auch gibt, ist da. Ach, Rosalina will gar nicht mit mir reden. Ich dachte, die will jetzt was von mir. Warum dreht sich die Kamera eigentlich da, wenn ich hier hingucke? Das ist der Button, mit dem man die Kamera in Marios Sicht dreht. Ja, hier ist jetzt einer von den Sternen. Natürlich bei dem Luma selber auch, für die, die nicht mehr wissen, wo er ist. Oh, mit A kann man hier in der Luft stehen bleiben und mit Laseraugen zielen. Das wusste ich gar nicht. Das sieht übel geil aus. Wenn man A wieder loslässt, fliegt man weiter. Hier, wie gesagt, ist einer. Und damit kann man ein paar One-Ups sammeln. Das macht es natürlich schon noch ein bisschen einfacher mit dem A gedrückt halten. Hier ist ein One-Up. Und da auf der Spitze der Sternwarte. Der Sound ist cool auf jeden Fall. Da kann niemand was gegen sagen. Und jetzt. Ich sehe schlecht. Da hat man die Gourmet-Luma schon kurz mal gesehen. Fliege ich gleich mal hin. So kann man die Sternwarte auch bereisen. Hallo! Hast du keine Sternteile? Ich will mal wieder 1000, glaube ich. Ne, 1200. Hab grad Hunger. Für den letzten, den es dann logischerweise beim Loft geben wird, brauche ich dann noch ein bisschen was, um das aufhört zu schießen. Da brauche ich dann noch ein bisschen mehr. Naja. Das hier ist auch ein ziemlich besonderer Stern eigentlich. Der letzte Gourmet-Luma ist leider ein sehr nerviger Stern, auf jeden Fall der zweitschlimmste oder finde ich vielleicht in dem Moment sogar der schlimmste. Rasa-König aus der Geisterstraße. Das sagt vielleicht schon was. Dieser Schädel und den Typen kennt man. Gegen den musste ich schon mal ein Wettrennen machen. Bei dem Wettrennen habe ich absolut das niedrigste Niveau gehabt, das ich mir vorstellen kann. Aber der Typ hat geschafft, es nochmal zu unterbieten. Respekt dafür nochmal an dich. Aber dieses Mal will er mit Mario nichts zu tun haben. Diesmal nimmt er nur Geister an. Ich gebe mich nur mit Geistern ab. Komm als Geistbär. Warum gibt sich ein Schild nur mit Geistern ab? Hey, ich als Schildbär. Weißt du noch, wie man als Geist steuert? Ja, weiß ich. Ja. Ui, hier hoch. Nee, du willst einen Namen, dann musst du mich besiegen. Ja. Schwer wird's ja eh nicht, ich kenne dein Niveau. Also auf geht's. Also ich muss sagen, ich rechne jetzt nicht mit Fails. Ich meine, das merkt man auch schon an diesem rasanten Start seinerseits. Okay, das war scheiße. Gerade mache ich mich über den lustig und dann scheiße. Absolut, Alter.
Digga, das ist ja noch schlimmer als letztes Mal. Hier ist eine Abkürzung. Wenn man die nimmt, hat man halt gefühlt schon gewonnen. Da kann man den Ventilator aktivieren, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Mein Niveau ist hier wieder so niedrig in diesem Rennen. Junge. Es wird mich nicht mal wundern, wenn der... Also, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Dieser Geist ist der schlechteste Gegner, den ich je gesehen habe. Hallo? Ich dachte, ich hatte den Sieg schon in der Tasche. Ja, hättest du auch gehabt, wenn du nicht das letzte Stück Scheiße wärst. Junge, du hast mich hoffentlich gesehen, wie ich gefühlt an jede Wand geknallt bin und nichts geschissen bekommen hab. Und ich hab dein Highscore um fast das Doppelte. Und ich war fast doppelt so schnell wie dein Highscore. Ja, ich weiß, ich bin scheiße, ich geb dir jetzt einfach einen Stern und du sagst es keinem. Hier liegt noch ein Skeletthaufen. Und du, nimm ihn und verschwinde. Mit dir will ich mich nicht abgeben. Ich weiß, das Niveau meiner Videos, jedenfalls vor allem bei Nintendo, ist niedrig. Bei Minecraft ist hauptsächlich das, weil ich mit Lord Ecke aufnehme, sehr schlecht, weil Lord Ecke. Wenn du das siehst, fühl dich nicht gegrüßt. Ich bin nett. Ja, ich muss wirklich sagen, ich bin gerade sehr am Überlegen. Ist der Boss der sechsten Kuppel oder dieser Geist besser? Man kann nicht stärker sein, weil der Typ macht Rennen, der Boss bekämpft einen. Aber ich würde schon noch sagen, ein bisschen Ehre muss man dem Boss der sechsten Kuppel schon beibehalten. Hier ist noch eine Abkürzung, die runter zur Werkstatt führt. Warum muss ich die jetzt zwingend nehmen? Ich flieg wieder hoch. Ich will diese Verwandlung wenigstens nutzen, wenn es die schon gibt. Ich denke halt besser als Nintendo. Das Loft ist hier. Einfach eine Graslandschaft. Ein Gebirge. Und hier gibt es diese Galaxien. Es sind alles normale Galaxien, kein Boss. Deswegen decke ich sie tatsächlich für euch ausnahmsweise alle mal auf. Aha, erst die beiden da. Die da freue ich mich drauf, die ist cool. Und da freue ich mich nicht drauf. Hier, die ist teilweise nervig und vor allem hat sie einen Stern. Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt, dass Sterne sehr schwer sind, aber hier, der Stern ist, der geht noch. Aber es gibt von diesem Stern ein Risikokomitee. Auf diesem Geisterschiff gibt es einen Zauberer, einen Bosskampf. Und der hat einen Risikokometen, der richtig schwer ist. Ihr seht ja schon die ganze Gegend hier. Da sind zwei Fackeln, ohne die ich nicht weiterkomme. Da ist ein kleiner geheimer Planet, der aussieht wie der Sterntor-Planet. Auch der Hintergrund passt sich nochmal schön an. Das ist einfach eine Miniatur. Aber aus der muss ich leider die Luft rauslassen. Aber ich kann gut Münzen damit abklappern. Komm, ich schaff's alle Münzen zu sammeln. Das habe ich noch nie. Das sind genau 50. So, du droppst auch noch mal. Warte, ich will auf den Goomba landen. Hi. Es ist hier ein bisschen gefährlich, sieht man, denke ich. Deswegen sollte man hier eigentlich mit der Kanone hinfliegen und durch den Stern schießen. Aber ich benötige so was nicht. Vielleicht nicht mal mit der Kanone. Nein, tatsächlich nicht. Hi. So, war ein bisschen knapp, aber hat ja alles gepasst.
Dann geht's jetzt hier lang, wo mich bereits ein Karneck empfängt. Ich tauche hier mal direkt unter, das muss man dann nicht mehr auf. Boah, ich weiß nicht, ob das schon geht. Scheint so. Dann mache ich erstmal den Geheimstern. Und dazu muss man... Ja, man sieht den Sternring. Hier eine Massenexplosion auslösen. Man muss sich aufpassen. Man muss aufpassen, da die Minen sich regenerieren können. Und da sieht man, in diesem Geist ist ein Stern. Ich muss die Pfeilrichtung dauerhaft gefühlt. Das war doch ein Hit. Ändern, um hier Licht freizusetzen. Ja, komm. Ich gebe dir die Möglichkeit, mich anzugreifen. Tja, blöd gelaufen! Schade, das wäre schön gewesen. Ja, okay, hier ist ja. Aber mir gab ein bisschen Schiss vor dem Video. Easy! Warte. Achso, ich war schon voll geheilt wieder, oder? Auf jeden Fall. Stimmt, seit dem Karneck. Auf jeden Fall war das dieser Stern. Der Geheimstern dieser Welt. Dann kommt jetzt der Hauptstern. Ich glaube, in 3 oder spätestens 4 Parts kommt der Endboss. Ey, das wär's und das ist nicht ausgeschlossen. Am Freitag, ich nehme das hier am Montag auf, habe ich Geburtstag. Und wenn ich dazu aufnehmen komme, womit ich schon rechne, werde ich das hier aufnehmen. Das heißt, ich könnte an meinem Geburtstag den Endboss zocken. So, jetzt die richtige Mission. Da muss ich mich aber ein bisschen ranhalten. In diesem Part kann ich vielleicht noch 2 Sterne schaffen. Kommt auch auf den Akku an, zeitlich auf jeden Fall. Dann will ich 2 Sterne schaffen. Dann bräuchte ich im nächsten Part noch einen dieser Galaxien. Dann würde ich mit Glück die nächste Galaxie schon abschließen. Ich kann die Feuerblume nicht an. Auch. Dann würde ich mit Glück die nächste bereits schaffen. Dann bräuchte ich noch ein paar Tage danach und den Stern dann. Und wenn das so aufgeht, dann nehme ich am Freitag den Endboss auf. Und es ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Das wird dann mein Ziel sein. Am Freitag Endboss. Was war das, Mario? Okay, war wieder knapp, aber hat wieder geklappt. Dazu beeile ich mich jetzt auch ein bisschen. Hi, Karmic. Ciao, Karmic. Jetzt gehe ich da lang, wo der Pfeil hin zeigt. Denn da geht's weiter. Obwohl, okay, ich muss es zurücknehmen. Ich glaube, das wird nichts, denn der Komet in dieser Galaxie kommt ja noch. Wie gesagt... Da... Hilfe. Hier auftauchen. Wo ist denn der Schallalarm? Da bei den beiden kleinen Quallen. Man hat schon gesehen, hinter diesem Gitter ist eine große... Schöner Move, Mario. Wenn ich in diesem Part den Kometen schaffe, dann bin ich glücklich. Also jedenfalls, wenn er nach diesem Stern auftaucht, das weiß ich nicht, sonst den Stern danach. Hier ist auch schon ein Anführungszeichen. Ja, eigentlich schon. Bester Satz. Der Bosskampf.
vorher gönne ich mir mal kurz den Max Kraftpilz. Und ab geht's. Diesen Boss kennt man auch schon. Das war einer der Bosse, wo das Nunchuck mich am Ende so getriggert hat, weil der Boss schon besiegt war und ich dann noch eine gute Stelle zeigen wollte, wo man mit normalem Laufen locker überlebt. Aber das Nunchuck muss ja abschießen. Und das verhilft mir natürlich zum Tod und ich darf den Boss nochmal machen. Aber ihr seht schon, bisher ist es im Risikokomet auch schon nicht einfach, aber nicht unmöglich. Schöner Hit. Mit dem habe ich gar nicht unbedingt gerechnet. Jetzt wird's schwierig. Auf dem Mast mit zwei kleinen Drecksviechern. Man muss selbst hier beim Hochkommen schon vorsichtig sein. Ich glaube, man sieht das Problem. Ja, Feuer halt noch mehr Feuer bei uns. Und dann hat man halt noch den Druck des Risikokometen dazu. Ja, komm. Pass auf, da kommt ein Panzer. Alter, ich hab dich gewarnt, Mann. Was tust du? Okay, die Kamex bin ich anscheinend dauerhaft los. Ja, schön dahin. So viel dazu, aber das war jetzt nicht das Problem. Oh, wenn das im Kometen so läuft, das wäre godly. Ich meine, ihr habt ja gesehen, ich habe keinen Hit kassiert, aber da hatte ich nicht die nervliche Anspannung. Aber komm, ich bin jetzt guter Dinge. Wenn der jetzt kommt, mache ich den Typen kaputt. Digga, komm her, ich mach dich fertig. Schelle links, Schelle rechts. So, genau 100 Sternteile mitgebracht. Boah, ich bin gerade voll hyped. Und... Digga! Ich bin gerade so hyped und mir so sicher, dass dieser scheiß Komet kommt. Und dann kommt er nicht. Dann wird's im nächsten Part spannend. Dann mache ich eben stattdessen den Spaziergang am Himmel. Aber Ernst, das triggert mich jetzt ganz schön. Und ich muss mich mal ein bisschen beeilen, der Handwerk kackt ab. Da ist diesmal auch ein Bauch, der die Kanone bewacht. Man benötigt es, glaube ich sogar. Oder bin mir nicht sicher, ob man es braucht. Auf jeden Fall kann man den Typen mit den Kokosnüssen bekämpfen. Ja, viel Spaß beim Treffen. Schön, dass du mich nicht treffen wirst. Dein Ernst? Scheiß Krabbe. Tja. Da hast du mich zwar mit deiner Seifenblase getroffen, aber erstens tut die nicht weh, sorry, der Bildschirm wackelt mal, ich muss den scheiß Akku fast leer, Bildschirm wegmachen, wehe, das Handy kackt in der Aufnahme ab. Ja doch, da sind drei Fackeln. So, nicht lange zielen. Boah, ich dachte, ich verfehle ihn jetzt. Auch wenn es vielleicht tatsächlich zeitlich besser gewesen wäre. Dann hätte ich zwar einen Hit kassiert, aber dann müsste ich nicht warten, bis der Stern durchgelaufen ist. Ihr merkt, die Zeitplanung von mir ist jetzt sehr. Vor allem habe ich jetzt auch einen Stern zu wenig wegen dem Kometen, den ich hier vergessen habe, berechnet in meiner Zeitplanung. Aber ich habe für die meisten Parts 4 Sterne berechnet, vor allem... Nachdem ich den Risikokomete geschafft habe, denke ich, schaffe ich auch mehr. Weil der Risikokomete ist der schwerste, der noch kommt. So. Da taucht jetzt eine Eisblume auf, statt einer Feuerblume. Ja, auf so einem Weg. Da hinten muss ich hoch, man sitzt ja schon beim Tod. Hi.
da eigentlich gerade ziemlich. Wo muss ich hin? Hier. Hier lang. Ein paar Sternritter. Wow, das befördert mich hierhin. Das war's wert. Kacke, hier braucht man das natürlich tatsächlich gut. Hat noch geklappt. Ich rush hier gerade ein bisschen, merkt man auch. Hi. War da was? Ich glaube, ich bin schon am letzten Planeten. Ah nein, da oben ist der letzte. Hier ist so ein richtiger Random-Trigger-Planet mit springenden Cheat-Sheets. Man muss einfach alle Holzpfähle in den Boden rammen. Deine Schuld, Cheat-Sheet. Dann aktiviert sich dieser Seifenblasenwerfen-Typ-Teil. Ich kann reden. Und jetzt geht's zum letzten Planeten. Da muss man diese komischen Tennisball-Dinger mit einer Stampfattacke auf eine Melone schießen. Nein, ihr braucht mich nicht fragen, was... Scheiße, ich habe wieder auf die Laser geachtet. Ihr braucht mich nicht fragen, was der Sinn dabei ist. Ich kann es euch nicht erklären. Oh, scheiße. Nein. Geh mal ein bisschen auf die Laser achten. Das Ding schaltet sich aus, sobald ich den letzten Tennisball getroffen habe, aber ist egal. Okay, ich glaube, die Laserstrahlen ziehen noch durch. Ja, aber auch egal. Hab's noch gepackt, bevor der Handy-Akku abkackt. Ich sehe nur noch einen kleinen Strich, aber... Das war's mit diesem Part Super Mario Galaxy. Wenn's euch gefallen hat und ihr Bock auf einen spannenden Risikokometen habt, schaltet im nächsten Part wieder ein. Wir sehen uns. Bis dann. 87 Sterne. Alter, es geht so schnell. Ciao.